Hallo und herzlich willkommen zu Nellys Test. Ich habe heute ein Treppenschutzgitter und das möchte ich euch gerne zeigen, wie man das gut, einfach, schnell montiert. Und ich habe das von der Firma Goiter. Die sind auf diese Schwenkgitter spezialisiert. Die haben auch viele andere tolle Sachen, aber hier haben wir ein Modell aus Holz. Das gibt es in 67 bis 107 cm oder für wen das nicht reicht, sogar 95 bis 1,35 m. Damit überbrückt ihr eine richtig große Treppe. Die müsst ihr erstmal in eurem Haus haben. Wir kommen mit der kleinen Variante sehr gut aus, denn hier haben wir den Pfosten, hier haben wir die Wand und ihr seht, bei uns kann man ziemlich viel hin und her springen und toben. Und dieser Bereich, der soll also mit so einem Treppenschutzgitter geschützt werden. Und was da alles drin ist, das zeige ich euch jetzt. So, hier ist so ein Schutzsiegel drauf. Quality, alles made in Germany. So, bei den Treppenschutzgittern ist es so, es gibt welche zum Klemmen, es gibt welche zum Schrauben. Und ich bin der Meinung, wenn ihr einen Treppenschutzgitter für eine Treppe habt, also wo das Kind runter oder hochfallen nicht, aber wo das Kind fallen kann, ist Bohren definitiv die sichere Variante. Denn wenn sie sich da mal gegenschmeißen, soll das ja auch halten. Das Klemmgitter, was es auch von der Firma Goiter gibt oder von anderen Herstellern, das wiederum kann man meistens in die Türleibung klemmen, richtig stark. Und wenn das alles auf einer Ebene ist, zum Beispiel um Wohnzimmer von Toilette zu trennen, finde ich, ist das kein Problem. Aber in diesem Fall würde ich immer bohren. So, was haben wir hier alles drin? Das ist einmal das Gitter. Und wichtig ist zu sagen, das ist also ein Treppenschwenkschutzgitter. Das heißt, hier habe ich den Pfosten und hier klemme ich das Gitter ein und gebohrt wird auf der stabilen Wandseite. Schrauben sind mit dabei, Gebrauchsanleitung natürlich auch. Und zwei Holzdinger. So, ich lege mir das mal alles hier so ordentlich hin. Dann weiß ich, was ich habe. So. Wir haben das Gitter, dann einen großen Holzpfosten, zweimal diese Scharniere, sage ich mal, um das an das Treppengeländer anzubringen, auch komplett. Dann haben wir vier so eine Klemmen, die sind hier unten schon so fest montiert. 1, 2, 3, 4. Und mit diesen Abstandshaltern, die hier schon so fest montiert sind, kann man die Abstände des Gitters vergrößern oder verkleinern. Entweder um 7 cm, dann wird das hier so reingeklemmt, oder wenn man das um 180 Grad umdreht, um 3,2 cm. Hört sich alles ziemlich kompliziert an, zeige ich euch besser in der Praxis. Dann ist das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Ihr müsst also gar nicht selber irgendwelches Material dabei haben. Keine Nägel, keine Schrauben. Alles komplett als Set geliefert. Fällt mir gleich auf. Eins ist länger, eins ist kürzer. Zeige ich euch auch gleich, wofür das ist. So, und jetzt haben wir also alles ausgepackt. Material ist komplett. Fangen wir mal an. Zuallererst müsst ihr erstmal gucken, welche Seite kommt denn an die Wand. Wenn ich das mal hier hinstelle, dann seht ihr, diese Seite hat hier so ein schwenkbares Stück Holz. Und das kommt also an die Wand. So, wenn ich das habe, ergibt sich also automatisch auch, was ist oben und was ist unten, wenn ich mir dieses ganze Gitter mal anschaue. Das ist ganz wichtig, denn unten sitzt das nicht auf dem Holz auf der Treppe auf, sondern es bekommt Füße. Hier sind so vorperforierte Löcher und da kommen jeweils zwei Füße ran. So. Kommt die Schraube hin mit einer Unterlegscheibe und zack, braucht man ein bisschen Kraft. Und der zweite Fuß kommt hier rein, schön festziehen. Und das Gitter steht nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den Füßen. So, wenn ich das habe, schnappe ich mir den Balken, sogenannte Abweiser. Hier haben wir den Griff, der muss natürlich noch festgeschraubt werden. Als nächstes gibt es hier so eine Haltedinger, die kommen so ran, zack, Schraube, Schraube, manche Sachen gehen einfach mit einem richtigen Schraubenzieher besser als mit dem Akkubohrer, finde ich, muss man ausprobieren. Das gleiche nochmal unten.
So, letzte Schraube ist auch fest. Dann haben wir hier diese vier Holzpfeiler, Klötze. Da gibt es eine lange und eine kurze Geschichte. Ich habe eins hier schon fertig montiert. Bei dem zweiten zeige ich euch mal, wie das geht. Ich habe hier diese Schrauben. Kommt hier eine da so rein gedreht. Das kann man mit der Hand machen. Und dann hier, wo diese Vorrichtung ist, einfach durchstecken. So, dass es nicht rausfällt. Festgezogen wird das Ganze nachher mit dem Imbusschlüssel. Der liegt in der Verpackung auch schon mit bei. Könnt ihr alles festmachen. So, und dann habe ich hier noch eine lange Schraube. Die kommt auf die andere Seite rein. Zack. Und was machen diese Dinger? Die halten sozusagen diesen Abweiser am Treppengeländer fest. Die klammern den. Wichtig ist, dass ich die hier noch fest anbringe. Und wenn ihr mal guckt, hier ist in der Mitte sind so zwei große Löcher. Da ist nicht ohne Grund so eine Markierung drin, denn diese Schraube, die ihr braucht, die muss möglichst mit dem Schlitz genauso waagerecht positioniert werden, wie diese Perforierung hier ist. Oben und unten, schön waagerecht, denn hier ist so ein Loch. Und nur wenn der Schlitz waagerecht ist, passt auch, tata, diese Schraube da rein. Zack. Das Ganze mache ich auch unten nochmal. Schraube rein. Jetzt müsst ihr hier ein bisschen nachkorrigieren, bis ihr Grip habt. Bisschen noch jetzt. Jetzt zieht sie an. Jetzt wird es tricky. Jetzt setze ich den Abweiser hier auf die Treppenstufe und muss das hier einfädeln. Moment, auf beiden Seiten, oben und unten. Da kann man ein bisschen Zeit mit verbringen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Schrauben nicht gleich so festzieht, damit man da noch ein bisschen Spiel hat. So. Das sieht ganz gut aus. Und das sieht auch ganz gut aus. So, jetzt muss ich mal gucken. Bums. Jetzt fehlen hier noch Schrauben, die das Ganze festhalten. So. Jetzt oben. Genau das gleiche Spiel. Schön achten, dass das hier gerade ist. Ich kontrolliere das ja nochmal mit einer Wasserwaage. Denn nur wenn das hier im rechten Winkel ist, fällt die Tür auch gut auf und zu, denke ich mal. Einmal ganz kurz gucken. Das sieht sehr gut aus. So, und schön ist auch, es ist eigentlich egal, von welcher Seite ihr die Schrauben festzieht. Denn wenn ihr so wie wir ein Regal an der Treppe habt, kommt ihr ja nicht von beiden Seiten ran. Also das ist wirklich toll. Von beiden Seiten festziehbar. Die ist fest. Wunderbar, weiter geht's. Das Seitenteil ist fest dran. Jetzt nehmt ihr euch das Gitter und jetzt geht es darum, zu sehen, wie breit muss das Ganze sein. Dafür hängt ihr es hier erstmal in diese Aufrichtung. So, das ist jetzt erstmal egal, ob das gerade ist oder nicht. Und habt sozusagen die Flucht, dass ihr wisst, okay, wo müssen denn die Bohrlöcher hin, damit das auch schön gerade ist. Und wenn das jetzt diese Seite hier, die muss richtig nah an der Wand dran sein. Denn da kommen die Schrauben durch. Und hier hinten, hier könnt ihr sozusagen das Gitter verschieben. Und das macht ihr mit diesen Verstelldingern. Die könnt ihr rausnehmen. Zack. So. Und das Gitter dann, je nachdem, wie viel es braucht, nach links oder rechts ausrichten. So. Und wenn ihr das habt und das passt, macht ihr die wieder rein. So. Und dann nur noch reindrücken. Hier genauso. Zack. Und zack. So, haben wir. Dann wollen wir mal anzeichnen. Gucken, ob das hier auch einigermaßen gerade ist. Ja, sieht sehr gut aus. Jetzt geht's ans Markieren. Unten. Und oben und dann kommen die Löcher. Achter Dübel, achter Bohrer, markiert. Und ich bohre so tief, wie der Dübel ist. Kann ich einmal so ranhalten. Kleiner Tipp. Macht das Ganze einfacher. So. Festgeschraubt habe ich es. Das Gitter steht. Jetzt kommen die letzten beiden Schrauben. Und zwar kommen die hier an diese Abstandshalter ran. Oben und unten. Nee. Ja, gerade erst gesehen. Ihr müsst natürlich nur einen hier festschrauben. Also einen ab,
hier daneben ran und dann passt es auch. Mein Fehler. Zack. So. Und das Ganze machen wir jetzt noch oben. Und dann sind wir auch schon fertig. So, endlich fertig. Das Treppenschutzgitter steht und ist fest montiert. Hier kommt also keine kleine Maus mehr vorbei, ohne dass ich das möchte und selber die Tür öffne und schließe. Und das macht mich sehr glücklich. Das ist das Schwenk Treppenschutzgitter Plus von Goiter. Natürlich GS, TÜV geprüft, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei uns hat die Kleine jetzt gepunktet und völlig ausgereicht. Ganz toll finde ich dieses Verschiebesystem, in dem ihr einfach diese Plastikschälen oder ja, löst mit Schrauben und dann auch an ganz andere Größen anpassen könnt. Zum Beispiel könnten wir es jetzt einfach hier abmachen und hier nochmal neu montieren. Oder oben ganz flexibel für alle, die also möglichst sorgenfrei in ihrem Haus weiterhin leben wollen und viele, viele Treppen haben, kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch das mal an von Goiter. Von mir gibt es definitiv einen Daumen nach oben. Das war Nellys Test. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.